Hallo und herzlich willkommen zurück bei Guten Tag. The Division. So, wo seid ihr Hodenkobolde jetzt? Ach, warte mal. Ich muss ja mal meinen Controller her. Ganz unten auf der Karte sind wir. Also bin ich jedenfalls. Ich habe das nächste Safe Force in der nächsten. In der nächsten Gegend schon markiert. Oh, das war mein Kreuz. Oh. Wow, irgendwie hat sich da gerade einer von euch zu diesem Safehouse geportet, ey. Ja, das war Ralf. Ich bin eben schon an dem Safehouse. Wait a second! Seid ihr noch im Safehouse hier oder was? Nein. Nee, ich bin schon raus. Hä? Warte. Ah, ich sehe euch noch nicht, weil ich noch nicht instanziert bin mit euch. Ich muss erst. Du bist noch nicht intim mit uns. Warte. Intim werden? Intim werden? Ich hab Einladung. Hey, ich bin zwei Leuten gleichzeitig intim, das erinnert mich an Silvester. Was? Naja, wir haben ein weibliches Geschlecht hier, ne? Ein weibliches Geschlecht. Das ist zu wenig. Ein Dreier mit zwei Kernen ist. Ich weiß, es ist nicht politisch korrekt, aber. Man sollte niemals die Schwerter kreuzen. Niemals. Das hat man ja bei Ghostbusters gelernt. Richtig. Strömekreuz und so. So, nächstes Safe Force ist markiert. Ja, wait a second, please. I have to go to the mod section of my inventory and do something. Okay. Glaube, ich werde mir auch bald noch den Xbox One Elite Controller kaufen. Irgendwie brauche ich mehr Trigger. Okay. Ja, einen Controller brauchst du auf jeden Fall für das nächste Projekt, was nach The Division kommt. Oh ja. Ich brauche noch einen vernünftigen. Kannst du mir da einen empfehlen, Axel? Xbox One Controller auf jeden Fall. Das sind momentan die besten, die ich finde. Allerdings, Moment. Der Pro Controller von der Nintendo Switch, der ist auch verdammt gut. Und den kannst du, glaube ich, auch am PC verwenden. Mhm. Musst du mal gucken, welcher dir besser in der Hand liegt. Aber ich werde mir, wie gesagt, jetzt noch den Elite-Controller kaufen dann demnächst und dann kann ich dir gerne meinen abdrücken, hier den roten. Mhm. Der ist ja noch brandneu, den habe ich bisher irgendwie nur so, ja eigentlich nur für Division verwendet. Okay. Ich kaufe mir dann an dem GameStop. Ganz normalen Controller oder ist das da wie bei den Xbox-Controllern da diese, dass die Knöpfe so anders sind? Ja, das ist so ein richtiger Xbox-Controller. Mit so Dingern kommt mich nicht klar. Okay. Na gut, viele andere Gamepads wirst du nicht finden. Du kriegst noch welche, die sind so im PlayStation-Stil. Ja, so mit denen komme ich besser zurecht. Ja, da kriegst du aber das Problem. Also das Problem ist, du kannst die original PlayStation-Controller, glaube ich, nicht am PC verwenden. Doch, aber da musst du die quasi so einstellen, quasi, dass das überhaupt machbar ist. Also da musst du die extra Programme runterladen, damit das funktioniert. Okay. Aber bei den Xbox-Controllern ist das einfach Plug and Play, weißt du? Dranschließen, installieren, spielen. Ja, finde ich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, bei den PlayStation-Dingern, da musst du, es gibt ein Programm, da kannst du quasi den ganzen PC mit dem Controller steuern, dann brauchst du Master-Tastatur, ja. Und dieses Programm brauchst du, um den PlayStation-Controller zu verwenden. Aha. Ja. Total bescheuert, ist aber so. Oh Mann. Gut. Jetzt können wir ja mal planen für die Zukunft. Also, wie gesagt, ich will auf jeden Fall aufrüsten. Ja. Ja, ich brauche da für das Spiel. Brauche ich doch wirklich einen Controller. Ich überlege sogar, mir den Controller dann bei Colorware Customs zu bestellen, dass man den quasi direkt so lackieren lässt, wie man ihn haben will. Ja, warum nicht? Aber wie teuer ist denn der dann? Ich glaube, der kostet dann 60 Euro mehr als im Handel. Also um die 200 Euro wird er dann kosten, aber für einen Custom Controller ist das schon ziemlich in Ordnung, glaube ich. Kannst auch dein eigenes Logo draufdrücken, dann würde ich dann ACX machen. Hätte auf jeden Fall was, ja.
Okay, vielleicht schon gut. Okay, ich muss auch wieder zielen lernen, definitiv. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich in der Sommerpause spiele. Danke. Aha. Jetzt habe ich schon seit 3 Jahren hier irgendwie rumfliegen und habe das vor, aber noch nie gemacht. Ich habe ja 3 Wochen Urlaub. Bald. Oh. Was hast du? Warte, ich bin gelähmt. Ich bin gelähmt, weil Controller aus ist. Boah, ich muss mal diese leckeren russischen Cracker her, ein paar noch im Mund tun und dann mal wegräumen, Alter. Bist du denn gerade wieder am Kloppen, Ralf? Genau. Ah, man hört Leute sterben und Schüsse. Bombe. Boah, Junge. Ist das hart, ey? Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Eine Sekunde noch. Boah, Junge. Du geht da. Verprügel ich mich gerade? Nein. Nein, nur ganz bisschen. Controller, ja! Spiel mit Maus und Tastatur. Das ist ein Zeichen. Nein. Der Controller muss gebraucht werden, sonst fühlt er sich einsam. Ich habe den gekauft damals für ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Welches Spiel denn? Dieses Spiel von Steam, wo du mit Autos rumfährst, um so einen riesen Ball zu kicken. Eigentlich ziemlich geil, League. Aber ich hatte. Rocket League. Genau, ja. Aber ich hatte nie jemanden, mit dem ich das zocken konnte. Mit wie viel ist das Dreierteams oder wie ist das da gestrickt? Oder Viererteams? Ich habe keine Ahnung. Wenn dann ein Spiel ist für Dreierteams, dann hätte ich ja schon fast gesagt, weil das kostet ja glaube ich schon einen Upload, nein. Ja, ist auf jeden Fall was Lustiges für zwischendurch, glaube ich. Aber es ist wieder PvP. Hier lang. Oder auch nicht. Na, warum ist da so ein Nebenauftrag markiert? Achso, das. Weil das Safe House ist, ja. Das ist das Safe House, ja. Ja. Let's go! Ich wollte schon wieder ganz böse auf die Karte gehen, ne? Aber diese Krähen, ne? Die Animation, wie die gehen, ist die schlechteste im ganzen Spiel hier. Bei den Krähen muss ich immer an Hunt Showdown erinnern. Das ist. Hast du eigentlich das Video bei Hunt schon hochgeladen, wo du mich umgeholzt hast? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das ist die 4. Folge, ja. Alle Handfolgen werden verdammt gut geklickt, wa? Das ist echt heftig. Oh ja. Und schon wieder einen Abonnenten weniger. Danke dafür. Ja, das wird mit der Zeit. Das sind wahrscheinlich immer noch welche von diesen scheiß Fake-Abos damals. Von dem Idioten, der auch immer da hieß, der das gemacht hat. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Ich könnte da kotzen, ne? So spaßig ist, ne? Der wollte sich nur bei uns irgendwie einschleimen, um das. Ach, ich weiß nicht, warum der das gemacht hat, irgendwie. Ja, wir wollten das ja noch nicht mal, oder? Ich wollte das zumindest nicht. Ja, ich habe ja da noch tierisch Stress deswegen mit jemand anderem bekommen und dann ja, hat diejenige mal mit ihm geredet und dann. Ja. Wir werden trotzdem besser. Mit jedem Video, was wir hochladen, mit jeder Aufnahme, die wir machen. Oh ja. Safe area. Nice. Ja, guten Tag. Oh, hey there. I know this part of town's a little bit crazy right now. Ja, denk dran, geht an den Spind hier. Irgendwo steht hier der Spind. Ja, hier.
Sehr geil. Mal 23.000 XP, alles klar. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Was klappen wir denn hier jetzt als nächstes ab? Ich würde von rechts. Oh, da war mein Einsatz. Ja. Ich würde den unten zuerst machen, den Alexis Kwan. Ja, ist die Person. Weil dann ist das. Boah, die sollen aufhören zu reden. So. Dann haben wir nämlich das Gebiet unten safe komplett. Und dann alles abklappern, was in dem oberen Gebiet ist. Ja, dann würde ich von rechts nach links ausgehen. Ja, von rechts nach links ist gut. Oder, Lukas? Ja, mach mal. Bündere Bau, denkt an eure Munition. Alles schon geregelt. Ja, gut. Ich bin schon oben. Warning. You are now leaving the safe area. Nicht sterben. Gesundheit. Ja, ich hab Salzcracker geatmet. Geil. Ich bin eine neue Art von Mensch. Wo, 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 wo? Schwarzen Action. Schwarzen Action. Spät. Schwarzen. Das ist doch, wenn man eine Sniper hat, die einfach mal, keine Ahnung, 30.000 Schaden macht. Ja, das war noch nicht mal die Sniper. Was? Warte, Granate, warte, Granate, warte! Did you hear about Reggie? What about him? He got arrested again. He's back in Rikers for the third time. The kid, what'd he do? So that's the... He was out on parole, right? And for some stupid reason, decides to pick up work not 2 days after getting out. Picks up a gun and a package and moves to live in a restaurant downtown. All right. But he's had too much orange juice or something, so he desperately has to take a piss. So he walks to the restroom and what does he see? What? Three police officers Entschuldigung. No, not Reggie. He stepped right in up to the urinal and... Ja, ich weiß, hab ich schon. Warte, Laptop? Wo? Da hinten. Hey ho, we're going to Ibiza. Wo lag der Laptop? Ah, ach, da, hier. Genau. Boah. Ubisoft Logic, ey, du fasst so einen scheiß Laptop an und schon fängt irgendwer an, in deinem Ort zu quasseln, ey. Was? Alter, ich stand hinter dem, hab ich zurück, ich wollte ihm was geben und... Er sagt, wie kannst du mich im Stich lassen, du Arschloch? Was zur Hölle? Also ich glaube, ich höre nicht richtig. Ich wollte dir helfen, du Assi. Bleib mal stehen jetzt. Du dumme Sau, Alter. Dankeschön. Hab der Spasti, ey. Hab ich schon getroffen? Ja, der Hund hat gerade so eine Pylone volle Kanne weggeschrotzt, ey. Guter Hund. Sehr guter Hund. Direkt adoptieren, ey. Was für eine dumme Ratte, ne? Dieser blöde Spasti. Ich halte X so hart gedrückt, dass mein Controller fast schon kotzt, ne? Und. Boah, Junge. Ja, aber das ist, weil wegen Controller und so. Deine Mutter. Ich laufe jetzt extra viel Pylonen um, weil ich wütend bin. So, so den Bereich durchsuchen. Oh. Hey ho, going to Ibiza. Hallo, was ist das hier? Wo, hier ist ein Hauseingang und... Ist das das Richtige? Ja, ist es. Ah, da ist keine Tür, das ist einfach nur tierisch dunkel. Alter, ist so. Ja auch so dunkel? Ja. Ubisoft! Yeah, yeah! Wer bist du? I stopped by her apartment on the way here, but she didn't answer. Might be sick.
Ich hab die nächste direkt markiert, ne? Die. Die Kacke. Ich folge auch schon oder fällig. Ich hab nämlich schon nichts markiert. Deine Mulle! Auf dem Fischkutter! Überall! Ah, hier sind Leute gespawnt, einfach so. Hier ist übrigens auch irgendwo bei den Feinden immer wieder die deutsche Synchronstimme von Captain America mit drin. Schade, dass ich Englisch drin hab. Hey, how are we going to Ibiza? Oder wie es richtig ausgesprochen wird, Ibiza. Was hast du denn für ein Ohrwurm? Ich weiß auch nicht, ich hab ganz viele Ohrwürmer gekriegt. Ich muss sie mal entfernen lassen beim Arzt. Hört das neue Lied von Rammstein an, dann ist alles gut. Oh ja. Ich breche ja aktuell so ein bisschen meine Rammstein-Abstinenz, obwohl ich ja eigentlich sage, ich möchte bis zu dem Rammstein-Konzert so wenig wie möglich bis gar nichts von Rammstein hören. Aber... Alter, wenn ich mir das in Spritzen geben könnte, würde ich es tun. Radio. Mein Radio. Und das Video wird direkt geblockt von... Wäre immer diese Musikrechte innerhalb. Ach, wenn ganz ehrlich, wenn die Folge hier rauskommt, haben wir schon 2041 und dementsprechend ist das dann auch relativ geil. Ach, da gibt's gar kein YouTube mehr, dann machen wir das über Floatboat oder so, mal gucken. Also ich habe 31 Folgen hochgeladen und bis zum 25.06. erstmal ausgesaugt. Und dementsprechend gehe ich schon mal davon aus, weil irgendwie noch 35 Folgen zwischen dem, was ich hochgeladen habe, zwischen dieser Folge sind, dass ich irgendwann im Dezember die Folge hochladen werde. So gefühlt. Ja. Aber dann ist das ja okay. Plus 1 Wasser. Ja. Hey Alexis, it's Brenda again. Still haven't heard from you. It looks like this flu thing is getting kind of serious. My brother's family. Teil 3 ist schon markiert, ne? Ah, very good. Einsammeln. Radio. Oh, sorry, ich wollte nicht schneiden. Musikrecht und so. Ich hab selber gesungen, alles gut. Meine Stimme. Radio. Oh, ich liebe es. Das wird so heftig geil. Oh ja. Vor allem in 30 Tagen geht's zu Rock am Ring, ne? Das heißt, dass ich in ca. 25 Tagen schon auf 2 Rammstein-Konzerten war. Bin überhaupt nicht neidisch, nein. Nein, überhaupt nicht. Ich bin übrigens mal gespannt, wenn das alles so hinhaut mit dem Auto, bin ich voll glücklich, ne? Ich habe mir jetzt nicht den Fiesta ST, sondern den Focus ST bestellt. Oh ja, ST okay. Line, so. 182 PS, mein Freund. Nice, damit kommen wir gut nach Frankfurt und zurück. Oh ja. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu lange Lieferzeit hat oder dass der Händler irgendwas mit der ähnlichen Konfiguration auf Lager hat. 1-2 Pakete mehr oder weniger interessieren mich nicht. Und dann, gib ihm. Wird meiner erstmal eingemottet. Ich habe auf jeden Fall schon das neue Album in der Deluxe Ultra Edition bestellt. Also, wir haben auf der Autofahrt auf jeden Fall was zu hören. Oh ja. Da sterben 3 von denen in der ersten Sekunde und einer von denen sagt, zeigt keine Gnade. Das nennt sich Motivation. Naja, ich glaube, die sind ein bisschen fehlgeleitet. Ja. Das sind so à la Rockbars, ey. Meist mit dem Stern auf dem Panzer und wundern sich, wenn sie in die Fresse kriegen. Aber egal, Radio. Pylonen umschmeißen. Oh, ich bin wieder halbwegs gesund und ich habe deswegen so gute Laune. Ich glaube, man merkt das, ne? Ein bisschen dezent, ja, aber finde ich gut. Ja, ja. Da will ich Pylonen rumfliegen. Lieber es. Warte, stopp, stopp. Hier wollte jemand irgendwie gerade jemanden. Ja, ich hab nur Jammerlappen fast gehört. So.
Na, warte da, Junge. Ah, da oben. Das ist ein Fall für unseren Sniper. Mach mal. Was nach umladen. Bitteschön. Danke. So, let's go. Oh Junge, ich sprinte doch. Fußball! Ja! Fußball, warte, stopp, stopp. Wichtig, Fußball. Da. Junge, der Fußball liegt direkt vor dir. Ich weiß. Wow. Schade, seht ihr den Fußball nicht, dass der... Warte, der Fußball ist ja jetzt hier. Nein, der Fußball liegt jetzt hier. Ach, Ubisoft, Alter. Hier liegt der hier. Ja, siehst du, lass uns bitte Blitzkrieg machen, bitte. Ihr habt es verdient, Frankreich hat es verdient. Und nein, jeder, der jetzt den Finger hochhebt und sagt, nein, wir machen nicht wieder einen Weltkrieg. Nein, das will ich auch gar nicht. Frankreich reicht. Amen. Wird dann von Ubisoft Montreal wird zu Ubisoft Berlin und dann wird es so Fehler nie wieder geben in solchen Spielen. Was? Wo müssen wir hin? Du sprichst von Berlin und sprichst nicht von Fehlern. Okay. Was meinst du? Hallo, was meinst du? Na, Berlin, Fehler, das sind so zwei Wörter, die passen sehr, sehr gut zusammen. Was ist der? So. Ich spreche von Berlin, nicht von München. Wow. Radio. Radio. Ich glaube, wir müssen nach oben, wa? Also gehen wir mal ins Treppenhaus, rushen mal die Treppe hoch. Klatschen gegen eine Tür, die zu ist. Wie kann man denn noch alles aufsammeln? So, man kann hier nach oben, ne? Ja. Ach da. Echo available for playback. Ja, hier ist auch wieder ein Echo. Jess, I hope you got out while you could. I know you love germs, but this is a little much.